Hallo liebe Leute und wieder mal herzlich willkommen hier in diesem schönen FS1-Kästchen. Und in diesem schönen FS1-Kästchen sind wir hier im großen Rockhaus, denn FS1 goes wieder mal Local Heroes, heute wieder mal mit heimischen Bands. Und einer davon sitzt neben mir, Nico und Elijah Wolf. Es fängt beim Namen schon an. Hallo, trotzdem schön, dass ihr da seid. Hallo. Es steht bei euch sehr, wie Sie sagen, weitgreifend, und da muss ich immer nachfragen, Singer-Songwriter. Jetzt muss man genauer, glaube ich, nachfragen, damit man sich was darunter vorstellen kann. Wer sind denn Nico und Elijah Wolf? Ja, im Grunde genommen angefangen hat es mit dem, dass wir wirklich beide draufgekommen sind, dass wir Gitarre spielen können und auch beide Singer kennen. Das war quasi der Start, so haben wir auch die ersten Nummern dann geschrieben und sind dann draufgekommen, dass wir uns ein bisschen im Hip-Hop wohlfühlen, haben das dann ein bisschen kombiniert, haben dann angefangen auch selber zu arrangieren, mit Looper zu arbeiten, das heißt, das ist im Grunde genommen Pop mit Hip-Hop akustisch gespielt, daher auch Singer-Songwriter, wir schreiben selber und es wird immer noch roh mitgetan und Gesang gemacht. Aber ich finde das ganz interessant, weil die Verbindung, also ich habe ein paar Sachen dann angehört und da war es wirklich so, das Erste, was im Kopf bleibt, ist irgendwie so Akustik-Hip-Hop, also einer der Parts davon. Es ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich, diese Parts zu kombinieren. Hat das ein bisschen mit, was mit musikalischer Vergangenheit zu tun oder reinem Interesse? Oder wie kommt es zu diesen außergewöhnlichen Verbindungen? Gar nicht unbedingt so die musikalische Vergangenheit, sondern auch musikalische Präsenz. Also Hip-Hop ist nach wie vor sehr großer Teil von aktiver und passiver Musik. Also ja, das war im Prinzip hat sich unser Live-Set irgendwie entwickelt von reinem Akustik-Set mit 7 Gitarren auf der Bühne hin zu dem, was es jetzt ist, mit ein paar Effektkasteln und halt das Ganze ein bisschen abzuheben von dem reinen Akustikteppich und ein bisschen ja, mehr Elemente und zeitgenössische Elemente in das einfließen zu lassen. Und, ja, genau. Und da liegt der Hip-Hop jetzt sehr nahe. Okay, es gibt euch seit 2012, das heißt inzwischen schon seit 4 Jahren. Ihr seid in der großen Musikszene Salzburg. Wie sind denn die Erfahrungen bei euch? Ich frage das immer ganz gern, wenn man eben ein bisschen was Außergewöhnlicheres macht, wie fühlt man sich denn da in der Szene? Ja, wir sind quasi die Rockhaus-Exclusive-Gruppe aus Salzburg, weil wir haben bis jetzt eigentlich nur im Rockhaus gespielt. Also in Salzburg, ausgenommen von dem einen Akustik-Gig, den haben wir in Wien gespielt und seitdem halt im Rockhaus alle heiligen Zeiten. Na, letztes Jahr waren es 4-mal im Rockhaus, eben Local Heroes, auch bei Album-Releases und Birthday Party und ja, das ist halt einfach eine super Anlaufstelle da. Also eine sehr gute Rockhaus-Connection, kann man da schon fast sagen. Genau. Sehr schön. Es ist bei solchen Sachen, also bei mir geht es, wenn ich Hip-Hop höre, ist es, und das ist bei euch auch, es ist die Stimme sehr präsent oder der Gesang auch sehr weit vorne eigentlich. Was fließt denn da jetzt in die Musik nicht musikalisches ein? Gibt es da was, wenn man sagt, also beim Hip-Hop habe ich immer so das Gefühl, da geht es doch sehr viel um Persönliches auch. Was verwertet ihr denn in der Musik? Also um das festzuhalten, es geht bei uns immer nur um Persönliches in allen Texten. Also es kommt alles aus dem Herzen und das, was im Grunde genommen den Hip-Hop bei uns ausmacht, ist auch sehr viel die Versform bzw. fast der gesungene Sprachgesang. Also die Verse, die im Hip-Hop einfach gängig sind, schnelle Verse und so weiter, wie gesagt, sehr präsent, die singen wir und wie gesagt, durch das gibt es eben, kommt dieses Element des Hip-Hop rein, aber ich habe bisher nicht das Gefühl gehabt, dass es überlastig wird. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Also es ist ein Teil davon und es macht aber nicht alles aus. Also wir haben auch sehr, sehr langsame, ruhige Balladen. Okay, ja, dann vielleicht gleich anschließend an das, was ist denn der Anspruch an eure Musik? Also auch von euch selbst und auch, was würdet ihr wünschen, was man als der Zuhörenden mitnimmt? Ständig wechselnd. Ständig wechselnd? Ständig wechselnd. Wir waren an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir drucken das einfach durch, dass was wird, dass erfolgreich wird. Es gibt immer Höhen und Tiefen und in den Tiefphasen quasi ist das auch natürlich hinterfragt worden. Sehr stark auch und ja, wie gesagt, also es wird irgendwann einmal ein Knackpunkt sein müssen, ob der positiv oder negativ ist, das sei noch dahingestellt, aber die Erwartungen heute ist, dass wir einfach ein lässiges Konzert spielen, glaube ich, das machen wir für uns, haben wir beschlossen heute, nicht für die anderen, das spielen wir für uns und ja, es soll einen Spaß machen, das ist heute einmal das
Hauptaugenmerk. Ich finde, das ist ja auch der wichtigste Anspruch an die Musik überhaupt. Also es jetzt, natürlich gibt es auch das, man hat einen gewissen Anspruch, was man mit Musik transportieren möchte, aber das sollte ja doch in erster Linie doch grundlegend bleiben. Wie sieht es aus mit Musik eigentlich bei euch? Gibt es schon was? Arbeitet ihr gerade an was? Kommt da was? Was sind denn die aktuellen Aktivitäten von Nico und Eli Wolf? Ja, also im Prinzip haben wir vor ungefähr 2 Jahren, so würde ich jetzt einmal sagen, in Größe eines Albums gedacht und die Nummern wahrscheinlich schon fast alle benannt gehabt. Und damals war es akustisch, beziehungsweise also fast nur akustisch. Das haben wir dann produzieren lassen. Das ist dann sehr elektronisch, sehr modern geworden. So modern, dass wir es im Endeffekt dann wieder verworfen haben. Und jetzt war halt in den, ja, das ist, war in den letzten 6-7 Monaten irgendwie so der Wille, der Versuch da, das quasi nochmal jetzt neu und selbst produzieren und eben Studio bauen, was eine neue Herausforderung ist und eben im selben Studio das dann auch produzieren. Ihr baut gerade ein Studio? Ja, ein kleines Studio, aber für Eigenbedarfgröße. Und ja, das macht nicht unbedingt einfach die ganze Situation, aber ja, das ist sehr spannend. Also für uns irgendwie so, ja, neue Zeit irgendwie so nach dem Studium irgendwie so gemeinsam abgeschlossen vor einem Jahr, was auch irgendwie so jetzt sehr viele neue Sachen im Leben, die einfach integriert werden müssen. Was ja dann wieder gut dazu passt mit dem ständigen Wechsel. Also von dem her. Und das mit dem Studio finde ich großartig, weil immer auf der einen Seite natürlich es stimmt, wenn man es aus der Hand gibt und das irgendwo quasi managen, produzieren lässt, dann hat man, Black sagt, vielleicht negative Erfahrungen, wie du es beschrieben hast, aber es ist, wenn man es dann selbst macht, natürlich ist es mehr Arbeit, aber man hat dann mehr Freiheiten. Und ich hoffe, auf diese Freiheiten freut ihr euch. Und das ist nicht nur so, oh Gott, jetzt müssen wir da was. Aber worauf wir uns jetzt auf alle Fälle freuen, wird das Konzert werden. Kann man das irgendwie sagen? Was wird es? Also wie kann man sich Konzerte von euch vorstellen? Oder was darf man sich erwarten? Ich glaube, im Anschluss an das Interview gibt es den Live-Mitschnitt. Also einfach durchhören, einfach anhören und genießen. Und wir werden das auch machen. Das, sage ich, ist ein Wort. Es wird auch Überraschendes geben, so viel sei dahingestellt. Es wird Überraschendes geben. Ja, dann kann man jetzt wahrscheinlich nur noch sagen, viel Spaß und lasst euch überraschen mit Nico und Eli Wolf.
imagined us to be any better. Cause right now, it's not just the two of us, but all of us together. Somehow, the autumn atmosphere seems to last forever. Ist leider so mit den Gitarren. Hi! Hi. Also, erstens einmal, das Rockhaus ist, glaube ich, zugelassen für 350 plus oder so, irgendwie, wenn wir sagen lassen. Es sind sicher keine 350 Leute. Also, schaut, dass Vierer kommt. I won't fail again. And I won't dream.
been trying, but I ain't strong enough for this game. Wir werden da jetzt ganz gemütlich durchradieren durch das Set. Und ich hoffe, ihr radiert ein bisschen mit uns. Die Musik sind wir einfach nur beim Vorbereiten.
Hey, bis jetzt haben wir euch mit unseren eigenen Kreationen beglückt. Und es gibt da irgendwie so, gerade live gibt es irgendwie so verschiedenste Gründe, warum man Nummern spielt. Und einer von den Gründen ist natürlich, wenn man jetzt selber eine Nummer schreibt und die ist so geil, dass man das herzeigen. Oder es gibt da einfach Leute, die verdammt geile Nummern schreiben und die Nummer kann man einfach, die spielt man dann so gern, dass man das auch gern spielt. Dankeschön.
nächste Nummer ist wieder eine eigene und wieder eine ruhige. Also wer Feuerzeug oder sowas hat oder halt ein Handy hat. Es gibt mittlerweile auch Feuerzeug-Apps. Ja, Feuerzeug. Take me away from here.
Also nachdem wir jetzt so viel Rhythmen gespielt haben, muss jetzt ein bisschen Power einbringen. Soll es schon gehört. Can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right
type of life for my family. Just man these goddamn food stamps, don't buy diapers. It's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. It's my life and these times are so hard. It's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, tea to tell the color between me and a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it too much for me to want to stay in one spot. Now the day of monotony's got me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or another chain of shot. Success is my only motherfucking option. Failure is not. Mama love you, but this train has got to go. I cannot grow old and save them slots. So here I go, it's my shot. Please fail me not. This may be the only opportunity that I got. Better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. Do not miss your chance to go. Wieder einer der schönen Nummern von anderen Menschen. Mikrofone.
sind aber nur zwei Leute. Doch. Aber gewisser Herr Le Trois ist hoffentlich schon hinter der Bühne. Wartet sehnsüchtig. Also bitte einen großen Applaus für Le Trois.
Und da gibt es dann so Nummern, da sitzt man monatelang und sie werden nicht fertig. Und, so. Und dann gibt es Nummern, die brauchen dann eine halbe Stunde und sie sind fertig. Und das ist eine halbe Stunden Nummer jetzt. On my hand, back inside my pocket. So all that I think about is how I almost got it. It's how I almost got you to put your arms back around me. Stay like that to be what we always wanted. So don't tell me that I shouldn't mind. Don't tell me that I should do what's feeling. Cause if I follow my heart this time, I never leave your side. What I really want to do is always being next to you. But it ain't gonna be today, cause we need to find our ways. And I'll take your time and I'll take mine. Whatever the way, some point our paths will cross again. That's where I'm gonna wait. Where I'm gonna wait. Many days of pain, but that's how we gonna play. Cause we're aiming the same. Nothing's gonna change that. And I will always choose to put my arms all around you. No matter how much time has passed, no matter where you will go. Well, I just wanna do it right, cause I've been wrong for so many times. Cause this is a once in a lifetime. So lay your hands onto mine. What I really want to do is always be next to you. But it ain't gonna be today, cause we need to find our ways. You take your time and I'll take mine. Whatever the way, I have faith that at some point our paths will cross again. That's where I'm gonna wait. Where I'm gonna wait, I am gonna wait. Für die Verliebten und uns. Die Unstimmigkeiten oder Stimmigkeiten.
Nummer heißt Dagger und für die hätten wir gerne nochmal Le Trois auf der Bühne. Bitte einen ganz heftigen Applaus. Also wenn du Lust auf ein Bier hat, jetzt ist die richtige Zeit, dass man sich noch schnell anfühlt.
eine letzte Nummer. Ausnahmsweise. Ausnahme. Ja, ausnahmsweise. Und jetzt bitte tanzen, abgehen, singen, alles was so geht. Shake your bum.